Moin und herzlich willkommen, meine lieben Freunde Sonne, zu einer weiteren kleinen Folge hier auf diesem Kanal. Ich habe mir gedacht, wir spielen heute mal eine Runde Mats the Builders. Und ja, deswegen sind wir jetzt mit drin. Wir werden ein Haus bauen, und so habe ich ein kleines Thema anzusprechen. Es passt zwar eigentlich gar nicht rein, aber ich dachte, da habe ich mich heute so super aufgeregt davon, das muss ich einfach mal erzählen. Und zwar wohne ich ja bei mir zu Hause und wir haben seit circa einem halben Jahr eine Austauschschülerin. An sich alles ganz cool, die kommt aus Italien, ist alles ganz gechillt. Auf jeden Fall, wir haben manchmal ein paar Probleme mit ihr, klar, aber ist ja normal. Aber auf jeden Fall kam sie dann so heute zu mir und wir haben dann halt so ein bisschen unterhalten. Und auf einmal kam ich darauf zu sprechen, als sie heute spazieren war, hat sie einen Vogel gefunden, einen Bus auf dem Feld. So dachte ich mir, ja, okay. Dann hat sie mir so ein paar Bilder gezeigt und so und konnte sie ihn fotografieren. Er hatte nichts dagegen. Da habe ich so gewundert, okay, warum ist er jetzt nicht weggeflogen oder so, weil normalerweise sind die ja ziemlich scheu. Und dann hat sie gesagt, ja, der hatte so einen gebrochenen Flügel, das war voll komisch, der konnte nicht fliegen. Dann hat sie einfach so ein paar Bilder von dem gemacht, hatte voll Schiss die ganze Zeit, ist dann irgendwann so ins Feld reingerannt, weil er halt nicht wegfliegen konnte. Und dann ist sie einfach eiskalt weiter. Sie ist einfach an einem Tier, das komplett krank war und nicht mehr weiterfliegen konnte, es wurde wahrscheinlich von einem Auto angefahren, ist sie einfach mal so weitergegangen. Hat sie nicht gejuckt, eiskalt, erstmal ein paar Bilder gemacht, wahrscheinlich nochmal so schnell auf Snapchat stellen oder sonst was. Immer Leute, ich habe gerade einen Vogel gefunden, der einen gebrochenen Arm hat. Und ich denke mir einfach nur so, Leute, was ist mit unserer Generation eigentlich schiefgegangen? Weil ich will jetzt nicht unhöflich wirken, aber so, aber ist es nicht eigentlich gesunder Menschenverstand, dass man, wenn man ein Tier sieht, das wirklich irgendwie krank ist, beziehungsweise in dem Fall ein Booster, der einen gebrochenen Flügel hat, er wird wahrscheinlich sterben, sage ich jetzt einfach mal so. Und ich finde das einfach so asozial. Aber gut, das hat sie mir dann 4 Stunden erzählt, nachdem sie den Bus halt gefunden hat. Da habe ich halt zu ihr gesagt, ja gut, dann gehen wir jetzt sofort raus und suchen den. Es war 22 Uhr, als sie mir das erzählt hat, die ganze Sache. Und ja, dann sind wir halt rausgegangen, haben den gesucht. Sie hatte mir erzählt, dass er in das Feld daneben reingerannt ist, voll panisch, nachdem sie dann weitergegangen ist. Und dann habe ich sie halt gefragt, ja gut, wo ist denn dieses Feld? So sind wir hingegangen, das war halt so mit, warum backen hier die Steine weg? Das war halt so mit leicht hohem Gras, von daher halt relativ kompliziert. Und dann habe ich da halt angefangen zu suchen. Habe ich sie gebeten, kannst du bitte mitsuchen? Du hast diesen Vogel hier zurückgelassen. Und dann meinte sie, ah nein, das ist voll eklig, da sind Tiere drin und jetzt mal ohne Scheiß, ja? Wenn du einen Vogel hast, der den gebrochenen Flügel hat, wahrscheinlich sterben. Und dann einfach eiskalt, dir das scheißegal ist im Grunde. Ja, dann gehst du halt erstmal einfach weiter, nachdem du Bilder gemacht hast, anstatt dass du irgendjemand anrufst. Okay, wenn sie Schiss vor Vögeln hat, ja gut. Oder von einem Bus hat, okay, dass der beißt oder so. Keine Ahnung, habe ich jetzt persönlich nicht, aber vielleicht hat sie es. Dann rufe ich doch trotzdem irgendeinen verfickten Menschen an, der mir dabei einfach hilft, damit ich diesem Vogel irgendwie helfen kann. Weil das ist doch meine Fresse. Ich verstehe das einfach nicht, wie man so irgendwo auch brutal sein kann, dass man so einem Tier dann nicht hilft, sondern es eiskalt verrecken lässt. Und das will mir heute echt einfach nicht aus dem Kopf gehen, wie man so brutal sein kann. Das ist irgendwie immer noch nicht zu verstehen für mich persönlich. Ihr könnt ja auch mal eure Meinung gerne in die Kommentare schreiben. Aber für mich ist das einfach extrem widerlich, was sie da gemacht hat. Ja, seitdem habe ich ihr gegenüber auch eine sehr verstörte Einstellung. Weil ich es entweder einfach nur krank finde, okay, das ist echt hässlich geworden, was ich hier gebaut habe. Aber ich musste meine Aggression jetzt an euch rauslassen. Weil ich es einerseits extrem abwertend finde, was sie getan hat. Und kann ich einfach nicht ab. Versuchen, dass sie noch... Ah, geil. Nicht mehr geschafft, aber naja. Und die Türen sind ja auch zu. Wow, das war richtig gut. Aber egal. Ja, diese Türen gehen nicht auf. Das ist ziemlich sinnlos irgendwie. Aber kriegt noch... It's okay, ja, yeah, it's okay. Ja, auf jeden Fall habe ich dann halt noch... Das ist von mir? Ich habe einfach nicht gecheckt, dass es von mir ist. Ja, richtig intelligent auf jeden Fall. Ja, ist schon... It's okay, it's okay. Ist aber besser als meins, aber kein gut. Ja, dann habe ich halt noch so eine Stunde gesucht. Aber gut, der Vogel war weg. Und sie stand dann noch so die ganze Zeit daneben rum. Ja, ich traue mich doch nicht ins Feld zu gehen. Habe ich auch gesagt, komm, kannst einfach abhauen, geh nach Hause. Ich finde das einfach so widerlich von ihr. Ich finde das so eklig, dass man ein Tier, das echt deine Hilfe braucht, das es wirklich braucht. Und das, wo du siehst, dass dieser Flügel so abgeknickt da liegt, dass du ihn dann einfach liegen lässt und im Grunde verrecken lässt. Ich finde das so widerlich, egal von welchen Menschen. Also, ich habe dafür auch keine Begründung. Ich kann das auch irgendwie nicht entschuldigen. Ich finde, da kann man auch mal ein wenig Hilfe leisten. Auf jeden Fall habe ich euch jetzt meine heutige Lebensgeschichte erzählt und schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Die Folge wird jetzt sehr kurz sein, da ich eigentlich, wie gesagt, das Video machen wollte für euch. Aber da ich jetzt die ganze Zeit nach diesem Vögelchen gesucht habe, habe ich es leider nicht geschafft. Ich hoffe, ihr entschuldigt mir das. Oh, okay, welcher Platz bin ich? Puh, 91. So schlecht war ich noch nie. Wow. Was geht da ab?
Alles klar. So, das war's jetzt mit dieser kleinen Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich habe mich jetzt diese Folge nicht so auf das Bauen konzentriert, sondern halt eher, wie gesagt, auf das kleine Thema, das ich anzusprechen habe. Ja, ich fand das halt irgendwie nicht ganz so cool. Aber lasst doch gerne einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal, damit ihr nichts mehr verpasst. Bis zum nächsten. Ciao.